So. Wollen wir gleich weitermachen hier. Was geht dir aus Zongulak? Oh. Geht gleich los hier. Der Blödsinn schon wieder. Mal gespannt, wie viele wir gleich hier reinkriegen. Wir machen das anders. Schieben das dahin, das hier hin. Dann das da drüber. Corona und Kopfschmerzen, das hört sich ja gar nicht gut an. Was geht ab? Oh, 100 Leute schon drin? Nee, nicht drin. Aktuell nur 8. Ah. Ich dachte schon, wie 100 Leute. Aber die kommen schon noch. Und wenn nicht, ist auch nicht so tragisch. Dann machen wir eine kleinere Runde. Bei mir geht nichts, wir spielen das Spiel gleich zu Ende. Was geht ab, Little Helias? 25 Leute, 50 Leute, yes, es geht hoch. Moin, moin, hallo, bin wieder da ohne BH. Worum geht's? Wir spielen gleich ein ziemlich fieses Game, würde ich sagen. Beziehungsweise, wir haben das vorhin schon gespielt, wir haben das gestern schon gespielt, aber jetzt kommen wir zum letzten Chapter. Und im letzten Chapter steht uns noch einiges bevor, würde ich sagen. Einfach bessere Grafik als meine Augen. Digga, danke dir. Ja, ich hoffe, das sieht alles hier in Ordnung aus. Ich muss mal das Bild hier checken. Soll ich die Kamera ein bisschen heller machen? Oder geht's klar? Geht klar, oder? Oder so einen kleinen Tacken heller. Kannst du bei TikTok wieder so machen, dass wir das drehen können? Es müsste möglich sein. Ihr könnt das drehen. Ich glaube, das ist vielleicht vom Bild gerade ein bisschen gecovert, aber eigentlich, wenn ihr auf diesen Rechteck klickt, dann müsstet ihr das drehen können. Talhakubulut, danke dir, Bruder. Ich feiere dich auch. Okay, wir fangen an. 100 Leute im Stream. Let's go. So. Kamera wieder klein, damit ihr auch was zu sehen habt. Der Bart sieht einfach so fresh aus. Kaiser, danke dir. Aber wir haben schon hier wieder Leute bei Twitch drin. Maibesera, Songrika, Tesimoko, Sinbad ist wieder da. Zocker, Let's Play HD, was geht ab? Titan Gamer, Rahin, Anime, Death Shadow, Mario, Light. Alle auf Twitch schon rübergekommen. Mega korrekt. Ah, okay, hier waren wir stehen geblieben. Wir fangen an hier mit den Fröschen. Ihr wisst, es ist sehr wichtig. Ihr wisst, wie wichtig es ist, die Frösche erstmal zu werfen. Das gehört zu dem Spiel. Ey, komm mal her. So. Ja, was geht ab? Ja, wir spielen Escaped of the Ayuwoki. Oh shit. Okay. Let's go. Ich habe meine Kopfhörer viel zu laut. Oh, ich muss leise sein, die hören mich.
Oh, der sieht nicht mehr so fresh aus. Wer hat gerade geschrieben, das ist Frosch-Shaming? Ich mach mal ein bisschen Licht für euch. 200 Leute bei TikTok jetzt drin. Let's go, Leute. Lasst mal ein paar Likes da. Ihr dürft gerne folgen, wenn ihr Lust habt. Ich darf eigentlich nicht so viel labern, weil die Gegner hören das, wenn ich rede, und kommen dann. Aber ich muss ja auch mit euch reden, ne? Okay. Wo muss ich eigentlich hin? Ich check das nicht. Oh. Oder die Laterne, die habe ich noch aus meiner Schulzeit mitgebracht. Ich höre irgendwas hier in der Nähe. Das Spiel heißt Escape the Ayu Walkie. Hier ist doch irgendwas. Ich habe das Gefühl, die Geräusche kommen von diesem... Oh ne, das ist da hinten irgendwo. Ich kann da nicht hin. Das Spiel heißt Escape the Ayu Walkie. Wir sind im letzten Teil. Wir haben den ersten, also wir haben den ersten Teil komplett durchgespielt, alle drei Chapter. Spielen jetzt den zweiten Teil vom Game und sind im letzten Chapter. Okay, ich gehe mal einfach dahin, wo es rot ist. Oder ist das der Typ? Bin ich von da gekommen? Ich check das Spiel nicht mehr. Oder wir gehen mal da oben hin. Anna, du wirst schon mitkriegen, wovor du Angst haben musst in dem Spiel. Keine Sorge, es kommt gleich schon jemand, der regelt das. Okay. Hä, das ist doch der Anfang, oder nicht? Safe, ich habe doch da angefangen. Ich höre was hier. Ich habe irgendwie ein Schreien hören. Habt ihr das gehört? Oh mein Gott, dieser Blitz, ne? Jedes Mal Herzinfarkt. Boah, ist das ein fetter Frosch. Komm mal her. Geh mal da rein. Junge, diese Frösche. Ich weiß nicht, jetzt gerade kommen die nicht, wenn ich rede. Vielleicht sind die auch außerhalb Reichweite. Normalerweise darf ich nicht reden, weil die hören mich dann immer. Cynthia Nisa, ich bin nicht deine Mama. Wie lange ich heute streame? Boah, wir werden hier jetzt erstmal so ein, zwei Stündchen auf jeden Fall machen. Weil... Ich habe mir Resident Evil 8 eben runtergeladen. Wir werden das heute noch zocken oder morgen. Okay. Moment. So, ich bin von da hinten gekommen. Korrekt? Warte, ich laufe da mal wieder hin. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas verpasst. Weil die Monster sind auch weg. Ich kann nicht da drauf. Hä? Okay, ich kann nur außen rum. Sind wir nicht von hier gekommen? Bambi. Wartet mal. Sind wir nicht von hier gekommen? Okay, wir lassen uns mal kurz packen, damit wir die Orientierung wieder haben. So.
Der tut uns irgendwie nichts. Aber der weiß jetzt, wo wir sind und der ruft diesen anderen. Wo ist der andere? Der ist auch weg. Der ist so nervig. Ah, da hinten ist der andere. Glaube ich. Oder da ist zumindest Licht. Wir versuchen mal abzuhauen. Was geht, Markus? Ah, da hinten ist doch was Rotes. Das ist doch super. Oh, fuck, nein, ich bin von da hinten gekommen. Oh mein Gott. Nein! Die packen mich. Ich glaube, ich werde abgestochen. Lauf, Bro! Schwimm! 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 Hau ab! Hüpf, hüpf! Hüpf, hüpf, hüpf. Oh mein Gott, ist der nah dran. Hau ab. Guter Lauf. Oh mein Gott, da ist noch einer. Boah, fuck. Ah. Ich dachte die ganze Zeit, dass ich zurücklaufe, aber ich bin in die richtige Richtung gelaufen, dann bin ich doch zurückgelaufen. Okay. Erstmal ein paar Frösche werfen hier. Komm her. Nein, ihr lauft. Sag mal. Ja, so, du weg. So, erstmal gucken, wie hoch ihr kommt. Oh mein Gott, aber hoch. Okay. Also wir waren auf dem richtigen Weg. So Leute, alle, die gerade bei TikTok sind, wenn ihr Bock habt, kommt rüber auf Twitch. Armen-Adiano, so wie es hier über meinem Kopf steht. Ich habe bald keine Stimme, wenn die so schreien. Nee, bei mir lädt eigentlich, glaube ich, nichts mehr im Hintergrund. Ich gucke, ruckelt es bei euch ab und zu oder wie oder was? Habt ihr Ruckler? Ich guck mal eben. Nee, sollte eigentlich alles flüssig laufen hier. Ruckelt bisschen. Vielleicht habe ich irgendwas in den Einstellungen drin, was wir vorher anders hatten. Dürfte eigentlich nicht ruckeln. Ruckelt es bei den Leuten auf TikTok auch? Bei einem ja, bei dem anderen nein. Ich guck mal hier kurz in die Einstellungen. Nee, dürfte eigentlich nicht ruckeln. Vielleicht ist gerade einfach nur viel los hier, deswegen. Okay. Ich weiß ja jetzt, dass wir richtig waren. Oh mein Gott. Haut Anna, danke dir für den Follow. Alle anderen, die rübergekommen sind, fettes Dankeschön an alle. Okay, ich muss jetzt leise sein. Die hören. So, und für alle, die neu sind, immer wenn ich in so einem Busch versteckt bin, seht ihr das Auge unten links, das durchgestrichen ist hier im Bild? Das heißt dann, die können mich nicht sehen. Beatrice, willkommen auf Twitch. Und wenn ich das Licht... Oh, fuck. Das war ein scheiß Zeitpunkt, das wegzumachen. Aber wenn ich Licht anmache, sieht der Ekel mich. Seht ihr, dann geht auch das Auge da unten weg. Gabriello, die hier können mich nicht mehr hören. Aber am Anfang, Michael und so, die können mich hören. Auf jeden Fall. Oh mein Gott.
Are you walkie? So, die können mich scheinbar nicht mehr hören. Aber am Anfang von dem Game mit Michael, boah, die konnten mich safe hören. Okay. Okay, okay, okay. Ah, jetzt muss ich mich an den vorbeischleichen. Markus, danke dir vielmals. So, ich lese mal ein paar. Also das Game nicht mehr, schon recht voraus, bis aus Kanalisation schon. Ja, ja, Kanalisation haben wir hinter uns gelassen. Marie, wie ich einfach nur wegen die App runtergeladen habe. Ihr seid so korrekt. Jeder Einzelne, der hier ist. Ihr seid heftig einfach. Oh nein, ich wollte das nicht machen. Mein Herz. Ich habe aus Versehen diesen verdammten Knock. Boah. Christian, doch, ich habe tatsächlich mit Snapchat knapp 2000 Euro verdient, indem ich TikTok-Videos da reingepostet habe. Ohne Wasserzeichen. Und ich habe in dem YouTube-Video ja komplett erklärt, wie. Das geht natürlich nicht mit jedem Video, man braucht ein bisschen Glück auch, aber es hat tatsächlich geklappt. Okay, okay, okay. Saving Checkpoint, das ist schon mal gut. Dieser Ekel. Immer wenn ich in so einem Busch versteckt bin, können die mich nicht sehen. Gott sei Dank. Alicia, es kommen schlimmere Spiele heute noch, glaube ich. Wir sind ja schon ziemlich am Ende. Was macht der Esel hier drin? Oha, der ist irgendwas am Beschwören. Oder... Oh fuck, oh mein Gott! Oh. Ich dachte, ich könnte mich mit ihm unterhalten, aber ich glaube, der mag nicht so. Oh shit, der hat mich gesehen. Lauf, 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 lauf. Chupapi Munyanyo. Vielleicht können wir von außen rum ins Haus. Okay, der hört richtig krass, sobald ich anfange zu reden. Death Shadow, ne, irgendwie bin ich hier nicht so beliebt. Keine Ahnung, warum die mich nicht mögen. Ich habe denen nichts getan. Ich will nur den Schlüssel haben. Guck mal. Oh. Ich versuche mich von der Seite reinzuschleichen, um den Schlüssel zu klauen. Okay.
Hallo? Oh nein, der andere ist auch schon da. Ich glaube, ich muss den hier hinlocken. Wenn er dann hier steht, muss ich dann und dann anfängt zurückzugehen, laufe ich zurück und klaue den Schlüssel. Aber vielleicht kann ich den Schlüssel auch so klauen. Boah, der. Was für ein Verräter, ja? Anna Marassa, ich weiß nicht, warum die mich nicht mögen. Ich habe denen echt nichts getan. Ich habe in diesem Spiel keine Waffen. Ich kann die nicht töten, ich kann die nicht schlagen. Ja, sie. Ne, die Aufgabe ist, das Level zu schaffen, ohne getötet zu werden, irgendwie. Ne, der sagt nicht Are You Walkie, sondern der sagt den Namen vom Spiel. Escape the Are You Walkie, so heißt das Spiel ja. Ey, was muss ich denn jetzt mit diesem Brecheisen machen? Ich lauf mal. Kuckuck! Brudi. Ah, Kaiser, das mit dem Fröschen ist jetzt so eine Sache. Ich hab das ja nicht absichtlich in sein Gesicht geworfen, dem Frosch. Es war zu Testzwecken. Haben wir es geschafft? Rachin Chapter 3 completed. Also hier war ja eigentlich, glaube ich, das Spiel zu Ende, das andere, oder? Oder ging das da noch weiter? Ich weiß nicht mehr. Ja, die sind nicht so hübsch. Ob ich täglich streame? Ich streame erst seit... Oh, es geht... Wir gucken kurz. Was? Oh mein Gott. Du dumme Kuh, die hat einfach die Lampe fallen lassen. Was sah aus? Wo bin ich denn jetzt hier? Oh, jetzt ist Chapter 4. So heißt das Spiel, The Summoning, also diese Erweiterung. Es gibt zwei Wege, sagt sie. Boah, ich würde schon gerne den dunklen Weg gehen, ehrlich gesagt, aber ich habe keine Lampe mehr. Vielleicht finde ich ja hier eine neue Lampe. Irgendwer ist da. Oh, hier drinnen gibt es bestimmt irgendwas, was ich gebrauchen kann. Ja! Eine Tasche! Oh mein Gott, da sind so viele Knöpfe hier. Okay. Da, so ein... Hier sind einfach Werwölfe oder so. Kann ich irgendwas hiervon drücken? 200 Millionen Knöpfe und ich kann nichts davon drücken, oder was? Und hier sind Wölfe. Also, ich muss dieses Dings hier finden, das fehlende Teil. Das hier kann ich nicht drücken. Du vermisst das hier? Ja, Michael war schon cool. Also muss ich auch sagen. Vor seiner Verwandlung. Was ist das denn? Das ist ja noch ein Knopf.
Nee, ich kann da glaube ich nichts machen. Nee. Okay, wir haben eine Taschenlampe. Gucken trotzdem nochmal hinterm Haus. Oh mein Gott! Sind die jetzt vor mir weggelaufen oder wollten die mich packen? Ih, Alter. Oh mein Gott! Juch! Lauf! Ist ja. Könnt ihr mich aufessen? Kann ich auf die drauf springen? Oder? Irgendwie. Das ist. Boah, die sind aber hartnäckig, ne? Geht mal weg. Wir wissen, was ich hier machen muss. Aha, hier liegen so Sachen rum. Komm nicht rein. Alles zu. Okay. Was war mit mich, Michael? Ey, nee, das Spiel fängt so an, dass dich, also das erste Zombie-Monster, was dich jagt, der sieht dem Michael Jackson halt sehr ähnlich. Oh mein Gott, das. Und er hat auch immer so hihi gemacht. Und immer wenn du das gemacht hast, hat er dich gehört oder generell gesprochen hast und ist direkt gelaufen auf dich zu. Oh mein Gott, hier sind ja noch mehr. Bäh, diese Geräusche. Oh, guck mal, die haben aber einen von diesen Dingern hier gepackt, ne? Was? Ich dachte, die können mir nichts tun, aber irgendwie haben die sich einfach nur Zeit damit gelassen. Naja. Okay. Ich weiß, was wir machen. Wir laufen jetzt ins Haus, nehmen die Taschenlampe und gehen dann den anderen Weg. Was geht ab? Schöne Grüße an alle, die gerade im Twitch-Chat sind. Willkommen. Ihr macht das schon. Ihr seid euch schon korrekt am Unterhalten. Tauscht euch mal aus. Wo kommt ihr alle her? Schreibt mir bitte eure Städte in den Chat. So, wir nehmen die Taschenlampe und gehen mal außenrum wieder. Vielleicht glauben die Tiere, dass du der Vater bist. Ah, ich weiß nicht. Ich finde nicht, dass ich den so ähnlich sehe, ehrlich gesagt. Aber man weiß ja nie. Berlin, München, Salzkotten. Ich habe in Salzkotten gewohnt vor vielen Jahren. Bin jetzt in Lippstadt. Boah, Salzkotten kenne ich noch. So, Stuttgart, Illingen, Nähe Ulm, Buxtehude, nice. Bochum, Bielefeld, ja, Bielefeld kenne ich auch. Bielefeld habe ich auch gewohnt, bis vor 2 Jahren. Oh mein Gott. Das sieht echt so eklig aus. Können wir da hoch oder? Guck mal, die kommen ja die ganze Zeit hinter mir her. Sind wir wieder beim Haus. Ich versuche mal wieder die andere. Nee, Dortmund, nice. Aus Wien, nice. Also ich kenne das Spiel nur für den PC. Ich weiß nicht, ob es auch für andere Dings gibt. Aber ich muss jetzt rausfinden, was ich machen muss. Ich komme hier nirgendwo rein. Habt ihr eine Tür hier gesehen? Oh Junge, die kleben einfach an meinem Hintern, ne? Oh, ich glaube, die haben Angst vor Licht. Guck mal, die hauen immer ab, wenn man auf die scheint. Guck. Oh, die haben Angst vor Licht. Nice. Aber ab. Okay, das ist gut zu wissen. Die mögen kein Licht.
Oh, okay. Hau ab. Endlich habe ich mal eine Waffe. Nach 1000 Jahren. Eine Taschenlampe. Oh, die ist aus. The fuck? Was ist passiert? Okay, Spiel ist am Laden. Das ist gut. Es geht weiter. Hä? Wir können doch nicht einen kompletten Chapter. Was? Ich glaube, das ist ein Glitch oder so. Es kann nur ein Glitch gewesen sein. Ich habe die Taschenlampe bekommen. Und musste doch noch irgendwas holen, um den Strom da anzuschalten. Was? Ich habe doch die Taschenlampe bekommen und musste doch irgendwas holen, um in der Bude den ganzen Strom anzuschalten. Ich glaube, ich habe den kompletten Chapter übersprungen. Ich bin einfach in so eine Höhle reingegangen und ich habe den kompletten Chapter übersprungen. Das muss ein Glitch gewesen sein. Was? Das ist Chapter 5 jetzt. Chapter 3 ging einfach eine Stunde oder so. Ey, irgendwas ist... Oh mein Gott, ich glaube, Michael ist wieder da. Michael, bist du's? Michael? Ey, Michael, wenn du hier bist, das ist kein Spaß, ne? Oh mein Gott, haut ab. Was ist das? Disable this SO magical wall with the bag. Oh mein Gott, ich werde einfach auf. Die schreiben, die Entwickler sind nach einer Weile faul geworden. Ich glaube auch. Oh mein Gott. Ich habe den kompletten Chapter jetzt übersprungen. Es ist irgendwie cool, aber irgendwie auch überhaupt nicht cool, weil ich habe das halbe Spiel nicht mitgekriegt. Ich bin einfach aus Versehen durch einen Tunnel gegangen und habe das komplette Level durchgespielt gehabt. The fuck? Somewhere around here. Es gibt irgendeine Tasche. Ich habe auch mein Dings halt nicht mehr, ne? So. Durchbrich diese schöne Wand mit the bag as switch that somewhere around here. Ich krieg's nicht hin zu lesen, was ich da machen muss. Ich muss mit irgendeinem Switch, also mit irgendeinem Hebel oder so. Das hier kann ich nicht benutzen. Kann ich nicht benutzen. Kann ich nicht benutzen. Oh. Oh. Okay. Let's go, let's go, let's go. Ich kann den Hammer nicht benutzen. Och, hau doch ab, ja. Kann den Hammer nicht benutzen. Ich kann den nicht schlagen. Oh mein Gott. Ich werde von diesen... Nee, ich kann leider nicht zurückgeben. Ich habe das komplette Level irgendwie übersprungen. Kaiser schreibt, oh nein, er hat wieder einen Hammer. Versteckt die Babys. Ja, das kennen die Leute, die seit letzter Woche schon dabei sind und mitbekommen haben, wie wir Visage gespielt haben. Ja, da ging so ein Baby nicht ganz so gut, nachdem ich einen Hammer in der Hand hatte, aber... Guck mal, in case of an adventure, break the glass. Aber ich kann das Glas nicht brechen. Der Hammer ist doch dafür, dass ich dieses scheiß Glas hier breche. Oh mein Gott, ich hoffe nicht, dass durch den Glitch oder was auch immer, dass ich das Spiel einfach nicht mehr richtig spielen kann. Das wäre halt mega beschissen, weil man kann hier einfach nicht auf verschiedenen Level starten. Ich müsste von neu beginnen.
Ohne Witz, irgendwas ist kaputt hier mit dem Spiel. Du musst das Glas kaputt machen. Es geht nicht. Ich bin angefangen mit Resident Evil Village. Ich habe mir das vorhin auch runtergeladen. Wir werden das auch starten. Oh, drauf werfen. Warte mal. Das war ein sehr, sehr Rachimamine. Sehr, 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 sehr guter Vorschlag. Das könnte tatsächlich funktionieren. Wenn mich diese verdammten Babys... Sehr nice, sehr gut mitgedacht. Oh, kann ich die Tür? Ja, Mann! Ich hab zum ersten Mal Waffen in diesem. Den will ich. Das war ganz schön viel Blut für so ein kleines Ding. Ich schwör's euch, ich spiele dieses Spiel, den ersten Teil, den zweiten Teil, bestimmt schon 20 Stunden. Das ist das erste Mal, das ist das erste Mal, dass ich eine Waffe habe. Auch wenn es Babygeräusch. Das war ich. Ich schieße mit Ratten, die explodieren. Oh mein Gott, nein. Komm! Und ich fliege weg, glaube ich. Hä? Okay. Usch. Ich fliege übelst weg, wenn die explodieren. Junge, wie geil ist das denn? Sarah Michulovic, schöne Grüße an dich und deine Kids. Ey Leute, alle die hier auf TikTok drin sind, kommt auf Twitch, wenn ihr Bock habt, einfach Armen Adiano eingeben. Armen_Adiano. Oh, guck mal, wie süß das ist. Der ist so klein. Das ist nur ein Baby. Ja, ich weiß, ich bin scheiße. Aber guck mal. Okay, let's go. Let's go, let's go. Ey. Kann ich das? Geht der kaputt oder nicht? Oh, guck mal da. Die sagten, zerstör das mit dem großen Hebel oder so. Sie sagt, ich muss übertrieben leise sein. So sehr leise, aber das, was ich hier gerade mache, hat irgendwie überhaupt nichts mit leise sein zu tun. Okay. Ich kann Türen wegballern. Don't forget to pump your toys words. Yes, the same when you do the flashlight winding thing. Ich kann mein Schwert aufblasen. Ist er dann stärker? Wir müssen das an einem Baby ausprobieren. Komm mal her. Komm hier. Versteck. Nö. Aber der, natürlich pumpt er sich ab. Okay, let's go. Oh, nice. Mir gefällt, wie sich das Ganze hier entwickelt. Aber ich glaube, gleich kommen echt fiese Gegner. Erstmal eine Maus dahin schießen. Das sind Gegner, mit denen ich mich kloppen kann. Entschuldigung? Ja, übertreibt man nicht, Alter. Hier eine Maus für dich. Hier noch eine Maus. Der stirbt nicht. Ich pump mal mein Schwert auf. Bruder, wieso stirbst du nicht? Die
diese Geräusche sind einfach so geil. Oh, hallo. Entschuldigung. Beruhig dich mal, ich habe mich doch nur gefreut. Komm her, Schlägerei? Okay, komm. Oha. Ich pump mal kurz mein Schwert auf, ja? Eine Sekunde. Ja, das Spiel hat einfach komplett anders angefangen, ne? Wie kann... Jo, komm her. Das Spiel hat so gruselig und komplett anders angefangen. Und jetzt habe ich einfach ein aufblasbares Schwertchen und Mäuse, die ich schießen kann. Okay, ich bin noch nicht so gut im Schießen, aber... Jemand hat das schon... Die Entwickler müssen... Sie müssen high gewesen sein, als sie diesen Part vom Spiel gemacht haben. Die müssen high gewesen sein, weil ich das Level hier vor irgendwie übersprungen habe in 5 Minuten und durch einen Tunnel auf einmal ins nächste Level gekommen bin. Da fing das schon an. Da hat es angefangen zu wirken. Aber jetzt stehe ich hier und kämpfe mit aufblasbarem Schwertchen. Dieses Horror-Game hat einfach eine komplette Wendung genommen. Jo, übertreibt. Hier ein paar Mäuse für euch. Komm her, gegen dich nehme ich so. Ich wusste nicht, dass ich auch... Oder ich bin Part 5, 6, keine Ahnung. Wir haben gerade irgendwie ein Part übersprungen. Die Leute schreiben so 2-0, 3-0. Okay, okay. Wir wissen ja, was zu tun ist. Okay, lass abhauen. Das Spiel kostet 5 Euro oder so. Ey Leute, alle die auf TikTok sind, bitte einmal auf dem Bildschirm ballern, bisschen liken und wenn ihr Bock habt, dürft ihr natürlich hier folgen oder direkt auf Twitch oder YouTube. Mein Name steht hier im Profil und hier oben über meinem Schädel. Okay, ich mach die jetzt fertig. Let's go. Ah, wartet mal. Ich sehe irgendwie nur den halben Chat hier andauernd. So, das... Und das. Und let's go. Wo ist Michael Jackson in der Map? Boah, ich weiß nicht, der ist irgendwie... Boah, der eine sieht echt groß aus. Übertreibt nicht. Okay, ich habe eine Taktik. Erstmal ein bisschen Unruhe stiften hier. Hallo. Entschuldigung. Ja, komm du. Du bist klein. Oh nein, der ist doch nicht so klein. Ich dachte, der ist klein. Oh shit, der ist ja noch größer. Ist das der große? Wow, okay. Herr Lukas, danke dir. Du bist so hässlich. Oha, er hat mich getroffen. Ich glaube, wir haben den Großen getötet. Wer ist der Nächste? Ja, nicht alle auf einmal. Das ist unfair. Hässlich. Jo, der hat mich getroffen. Oh nein! Ah, ich habe vergessen, mein Schwert aufzuladen. Jan, vielen Dank für deinen korrekten Kommentar gerade bei Twitch. Dankeschön. Ja, wir streamen ja erst seit einer Woche. Also ich bleibe auf jeden Fall dran. Und ich hoffe, dass wir hier was richtig Fettes zusammen aufbauen können. Fettes Dankeschön an alle, die rübergekommen sind. Auch auf Twitch oder YouTube so... Mega nice von euch, wirklich. Oh, guck mal, eine Karte. Roter Wächter, willkommen auf Twitch.
Bitkaiser, du hast die Tage immer wieder drin, bis so fast Tag 1 warst du drin, korrekt. Das mit Mod checken wir auf jeden Fall nochmal. So, mal einmal durchlaufen. Hau ab. Erstmal mein Schwert wieder aufpumpen. Elfida, danke für die Rosen. Sehr nett von dir. So, wer ist der Nächste, ihr Mongos? Oha, der hat mir eine verpasst direkt. Hässlich. Okay. Okay, okay, der Nächste. Hallo? Ja, hallo, ganz ruhig. Nicht alle auf einmal. Okay. Ich sehe auch nirgendwo Leben oder so von mir. Entschuldigung? Oha, der hat mich getroffen, der kleine Racker. Oha, nochmal. Okay. Einfach der Gang voller Dinger hier. Entschuldigung? Könnte ich kurz Ihre Aufmerksamkeit haben? Was geht, Sebi? Ja, komm du. Boah, einfach direkt. Oha. Oha, der übertreibt. Let's go, let's go, let's go. Ich habe dich vorhin auf TikTok gesehen. Ich habe immer verloren. Aber habe vorhin gehört, dass du jetzt nochmal spielen auf jeden Fall. Ey, Kekskuchen, danke dir vielmals. Ja, die nächsten Tage werden auf jeden Fall heavy hier. Ich habe mir auch vorhin Resident Evil Village runtergeladen. Bin schon sehr gespannt auf das Game. Boah, ich habe einfach alle ausgelöscht hier. Ihr Luschen. Erstmal kurz gucken, ob es hier nichts anderes gibt. Okay. Okay, wir gehen weiter. Da, das Geräusch von dem Schwert ist... Oha! Ich muss hier irgendwas machen. Oh, kann ich da hoch? So Leute, kurz mitdenken. Was muss ich hier machen? Irgendwas haben wir noch nicht gemacht. Ja, mein Charakter ist jetzt eine Frau. Also am Anfang war es ein Mann, aber der ist aufgefressen worden nach dem ersten Teil. Und jetzt bin ich eine Frau. Leute, was machen wir? Vielleicht muss ich das Ding treffen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieser Knopf da ist nicht einfach so am Leuchten. Kann das jemand bestätigen? Ich komme nicht durch die Tür raus. Oh, Moment mal. Ich könnte hier eine Bombe gegenwerfen. Boah! Juch! Das war nice. Nee, ich habe noch keinen Streamplan. Aber ich werde mal die Tage einen machen. Ich gehe halt sehr oft einfach spontan rein. Wovon wurde der Mann gefressen? Ehrlich gesagt von Michael Jackson. Ich weiß nicht, wie ich erklären soll, warum von Michael. Es ist schwer, wenn man das Spiel nicht gesehen hat.
Okay, es geht weiter. Ich musste diesen Schalter umlegen und dann zu dieser Wand zurück. So, erstmal. Kommt her. Kommt. Ja, das fehlt mir gerade noch hier, dass diese kleinen Dinger mich jetzt fertig machen. Okay. Ah, ich werde so ablosen, ich weiß das jetzt schon. Oh. Ich habe vergessen, dass hier nicht springen kann. Bitte, wehe, ich fange jetzt wieder. Oh nein, lieber Gott, bitte nicht. Oh, Glücke. Sag mal. Ich dachte schon, ich muss... Komm mal her. Du auch. Okay. Erstmal Springtest machen. Echt? Bei Resident Evil Village ist der Anfang schon krank? Bin echt gespannt. Bruder, ey, die kann... Nein, bleib's hier. Die kann einfach nicht springen. Oh mein Gott, die ist so schlecht im Springen. Das ist die schlechteste Springerin, die ich jemals gesehen habe, glaube ich. In meinem ganzen Leben, seitdem ich da bin. Smilecat, danke dir vielmals. Schön, dass euch der Stream gefällt. Oh mein Gott! Ich hasse sowas. Die kann nicht springen. Ich schwör's euch, die springt wie so ein Krüppel einfach. Guck mal, was das? Oh mein Gott! Ich bin tot. Leckt es gerade nur bei mir ein bisschen? Leckt das bei euch noch? Oder ist weggegangen? Eigentlich dürfte es nicht lecken, aber ich habe das Gefühl, so 20, 21 Uhr ist sehr, sehr viel los. So. Oha! Lieber Gott! Oh mein Gott! Wie viel Leben die hat, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall geht sie mit ihrem Leben nicht vernünftig um. So schlecht zu springen ist schon eigentlich eine Strafe. Ja, du kannst... Komm her. Wir haben es immerhin... Wir haben es immerhin auf den zweiten Stein geschafft. So. Okay, na. Ganz ruhig. Ey, die springt einfach nicht. Ich schwöre es euch, die springt einfach nicht, ne? Was? Warum? Wie kann man so kaputt sein? Guck mal, wie viele Steine da noch kommen, hoch, runter. Wie soll ich das schaffen, wenn die einfach nicht springen kann? Okay, ich muss warten dann auf eine Stelle, wo wir ein bisschen näher zusammenkommen oder so ein Blödsinn. Boah, der ist voll schnell, der Stein. Okay, auf jeden Fall hier irgendwo. Ey, die springt nicht. Ohne Witz, die springt einfach nicht. Das fuckt so heftig ab. Guck mal. So, hier springt die. Nein, nicht springen. Gott. Das ist... Warte, was? Ah, ja, ein wenig ruckelt es wieder. Denk mal, die Lava und das alles ist... Also, am Spiel liegt es nicht. Bei mir ruckelt es ja eigentlich nicht. Habe ich hier noch irgendwas im Hintergrund offen, wovon ich nichts weiß? So, also es kann nicht an meinem PC liegen, weil ich habe eine GTX 3080 drin. Aber ich sehe das auch gerade, dass es irgendwie leicht ruckelt. Aber warum? Das weiß man nicht. Vielleicht ist das auch nur dieser kleine Part hier. Okay, was machen wir jetzt hier? Die Olle hier kann nicht springen einfach. Ich flipp aus.
Oh mein Gott! Das ist voll... Robolux, das ist nicht lustig. Die... Oh mein, wie kann man so schlecht springen? Oho, ich weiß nicht, wie ich das geschafft. Guck mal, die geht noch nicht mal. Das ist jetzt meine Maximalgeschwindigkeit an Gehen. Also, bitte. Ja, jetzt mal ein bisschen wutlos werden. So, hier könnte ich doch locker einfach nur rüber gehen, oder nicht? Oh mein Gott! Ey Leute, ich schwör's euch, ich kann nichts dafür. Die Tante hier. Die kann ja einiges, ne? Aber wisst ihr, was sie nicht kann? Springen. Was willst du denn hier? Ich weiß nicht warum, an manchen Stellen rastet sie aus und ist übel schnell. An anderen ist sie einfach ein Krüppel. Jenny, ich bin auch kurz vorm Ausrasten, ne? Diese Hä? Guck mal, das ist ihre Maximalgeschwindigkeit auf einmal. Aber warum? Nein. Nein. Okay. Ich... Roter Wächter, nein, das ist nicht lustig, wie ich reinscheiße, weil ich kann nichts dafür. Würde es an mir liegen, würde ich sagen, ja, ich bin schlecht. Der Shadow schreibt, ich glaube nicht nur die Entwickler sind teil. Nein, ohne Spaß. Das geht einfach nicht, ne? Guck mal, hier laufe ich. Alles ist super. Kein Ruckeln, kein gar nichts. Sobald ich hier bin, wer macht hier. Sei mal ruhig. Sobald ich hier bin, ist das Spiel in einer anderen Dimension oder so. Oh mein Gott. Das ist so schlecht gemacht, dass ich gleich ausflippe. Du kannst dich mit dem goldenen Ding katapultieren. Ja, aber wo lande ich dann, Bro? Ich meine. Ey, Ratte, explodier jetzt! Hallo? Keine Ahnung, wo wir gelandet. Ach, was haben wir hier? Ey, das war ein krasser Zufall jetzt. Okay, dann muss ich da hoch oder hier hoch? Was meint ihr? Ah, hier kann ich nicht hoch. Okay, okay, okay. Am besten hier oben, ne? Ne, das schaffe ich nicht, so weit zu fliegen. Ich bin von da gekommen. Da kann ich nicht hin. Ja, ich muss auf diesen rechten hier drauf springen irgendwie. Okay. Okay. Tja. Ja, ich sehe das gerade, wie krank das bei euch ruckelt, ne? Aber ich weiß nicht, woran das liegt. Meine CPU-Auslastung liegt bei 3%. Also das kann nicht... Komisch. Okay, was machen wir? Hier auf diesen Stein drauf? Oder... Ja, okay. Es hat geklappt. Lego. Okay, dann auf den und dann hoch. Beim zweiten Mal oder beim dritten Mal. Ich muss immer warten, weil die gehen halt anders. Die sind nicht synchron.
Okay, okay, okay. Oh, bitte, lieber Gott. Ich kann jetzt nicht reinscheißen, ne? Oh mein Gott! Ich wollte nur hüpfen testen und die hat sich das Bein gebrochen auf dem eigenen Stein. Na, nein! Nein, du. Wir probieren unser Glück einfach nochmal. Nö. Extramin schreibt, Bro, du schaffst das. Nastasia, die nächste Nachricht direkt. Oh nein. Ich probiere mein Glück wieder mit den Ratten hier einfach. Okay, hat gar nichts gebracht. Bitte lande. Oh, naja, das können wir klicken. Das war echt ein kranker. Ein Tipp, einfach auf die Steine springen. Oder das geht nicht. Ich schwör's euch, das geht nicht. Das Spiel ist so... Mein Beileid, schreibt Team Eklek. Die Alte, die kann einfach nicht springen, ne? Das ist... Okay, das haben wir. Das haben wir. Okay, 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 okay. Jawoll. Jawoll. Oh, lieber Scholli. Das ist zu hoch, dann stirbt die wieder. Die... Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Warum? Warum rutscht die da runter? Oh mein Gott. Dieses Spiel. Steht da drauf. Krass. Okay, wir beruhigen uns. Oh mein Gott. Ey, Leute, das kann nicht sein. Ohne Witz, das Spiel hat sich von Anfang bis jetzt um 180 Grad gedreht. Colin, du hast so recht. Am Anfang so Michael, verstecken, dies, das. Jetzt muss ich auf so Kacksteine springen. Wer hat sich diesen Mist einfallen lassen und die Steine funktionieren noch nicht mal richtig. Oh mein Gott. Ey, ich drück auf Springen, die springt nicht, die rutscht runter. Lana, ich kann nicht mehr, ehrlich. Ich dreh gleich durch, ne? Weil... Es ist nicht meine Schuld. So, ich würde mir eine Teilschuld geben. Okay. Aber so, im Großen und Ganzen, guckt euch das an, die wäre fast runtergefallen da. Er wollte mich komplett verarschen. Ohne Witz, einfach von Horror zu Jump and Run gewechselt. Was soll die Scheiße? Guck mal, die springt nicht. Guck dir das an. Was ist das? Puh, hat jemand einen Lauf hier? Let's go. Okay, wo muss ich hin, Bro? Oh shit, dahin. Okay, okay, okay. Okay, let's go. Konzentrieren wir uns, ja? Alle zusammen. Ja! Okay. Ich brauche jetzt diesen fetten Stein neben mir. Das kann ja nicht so schwer sein. Ja! Oha! Ich bin am Arsch. Ich schwöre es euch, ich... Soll ich versuchen, die Ratte zu schmeißen und rüber zu fliegen? Ich werf mal eine Ratte da hinten hin. Ich weiß nicht... Hey Leute, soll ich das mit der Ratte versuchen oder versuchen, rüber zu springen? Also wie ein normaler Mensch. Das ist ohne Witz... Wer hat das gerade geschrieben? Kaiser schreibt Endgegnerstein. Ich schwör's euch, das ist, dieser Stein ist Endgegner, ne? Ich weiß jetzt schon, dass er bestimmt so schwer ist. Weil wenn ich falsch aufkomme, ist er entweder über mir oder schlägt mich. Also, Frage.
versuchen, den Stein zu erwischen, also wie ein Mensch da drauf springen versuchen, oder diese Ratte hier werfen, hier vorne auf den Stein, damit ich rüber katapultiert werde. Schreibt bitte Stein oder Ratte. Ich gucke jetzt, wie viele Stein oder Ratte schreiben. Springen, Ratte, Ratte, Ratte. Ratte, springen, eindeutig Ratte. Du brauchst es gar nicht zu sagen, springen. Es haben schon viele Leute Ratte gesagt, ne? Aber das Problem ist, wenn ich die Ratte hier hinwerfe, werde ich in so einem Bogen hochgeschossen. Und wenn ich da hochgeschossen werde, dann lande ich irgendwo auf der Decke. Okay, ich versuche zu springen. Einmal springen. Ich weiß, ihr habt alle Ratte geschrieben, aber ich sag's euch, das hätte nicht hinge... Oh mein Gott. Hier habt ihr eure Ratte. Schade, hätte klappen können. Ja, es war zu früh. Kannst du direkt in Lava springen? Hey Leute. Hihi, ist nicht mehr da irgendwie. Okay, ich versuche es jetzt nochmal schnell. Pass auf. Ah, shit. Hätte klappen können. Üben macht den Meister. Ja, aber das mit der... Ich glaube, das mit der Ratte hätte aber nicht hingehauen. Also ehrlich gesagt, ich glaube, ich wäre zu Dings geflogen. Aber egal, wir probieren es gleich. Einmal so und einmal mit Ratte, einmal ohne. Okay. Okay. Wo muss ich hin? Hier, ne? Oh mein Gott, ist das ihr Ernst? Juch, die hat Knochen aus Glas. Das waren 2 Meter, jetzt mal ohne Spaß. Guck mal, das lief doch so gut. Was? Sei mal ruhig hier. Habt ihr das gesehen? Sagt mir bitte nicht, dass sie nicht kaputt ist. Okay, let's go. Hä? Was? Kann mir bitte jemand von euch erklären, was sie jetzt getötet hat? Der Lavarauch oder was? Diese Steine machen mir übel schlechte Laune, ohne Witz. Oh mein Gott, jetzt fängt das schon wieder an. Clarissa schreibt Glasknochen in Dings. Sternchen. Okay, let's go. Also bei mir, das Spiel hängt eigentlich nicht. Ich weiß auch nicht, woran das liegt hier in diesem Level. Meine CPU-Auslastung ist gerade bei 2,9%, jetzt 3,5. Ich habe eine GTX 3080 hier drin, ne? Also Grafikkarte. Es liegt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, woran das liegt. Dass das so rumspinnt. Boah, ich sehe das aber auf dem Bildschirm so ein bisschen. Okay, da hoch. Nein, 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 die kann ja nicht springen. Ich hab's vergessen. Die Steine haben sich erhitzt. Die wiegt einfach 200 Kilo. Smilecat, danke, dass du den Leuten den Titel von dem Spiel hier reinschreibst. Ey, was soll der Scheiß? Warum ist das... Ich verstehe das. Ich verstehe nicht, warum das bei euch... So am Längen ist. Ich sehe das hier selber hier. Das Spiel heißt eigentlich Escape the Ayuwoki, aber das Spiel heißt jetzt Escape the Stones, glaube ich. Wir haben es umbenannt. Oh mein
Gott, ich bin einfach auf. Die hat safe Absatzschuhe an. Mein richtiger Name ist Armin. Also, das ist kein Dingsname. Gefühlt 5 Stunden später. Jesse, ohne Witz, ich raste gleich aus, ne? Diese Steine, das ist die Hölle. Ich dachte schon, die bricht sich jetzt gerade wieder den Fuß, ne? Ich bin schon kurz vorm Ausrasten gewesen. Guck mal, das kann ich nicht. Ey, ich hab nichts gemacht. Die rutscht da runter. Das gibt's doch nicht. Ist sie komplett bescheuert oder was? Ich will eigentlich nicht böse sein, aber. Mich regen gerade 2 Sachen auf. Erstens die Steine. Zweitens ihre Sprungkraft, die gleich 0 liegt. Und drittens, dass der Stream bei euch hängt. Aus welchem Grund auch immer. Rutscht die oder was? Oha, kann ich nicht annehmen. Keine Ahnung, wie das geklappt hat, aber es hat geklappt. Die ist nicht gestorben, ausnahmsweise mal. Nö, können wir knicken. Let's go, let's go. Zu spät. Ich muss auf den richtigen Augenblick warten hier. Okay, okay, okay. Wo ist was? Oh, dahin. War zu spät. Ja, Mann. Ey, ihr wollt nicht ehrlich, dass ich das gleich mit der Ratte mache, oder? Warum bin ich so weit weg? Er wollte jetzt ehrlich, dass ich das mit der Ratte mache. Okay, also nochmal. Wir haben die Möglichkeit zu versuchen, auf den Stein zu springen. Oder wir machen das mit der Ratte. Da ist ja wieder der Bossstein. Alles klar, Kekskuchen. Ratte, Ratte. Bloß nicht. Alicia schreibt bloß nicht, spring einfach. Wenn du das tust, ne, ich raste aus. Dash Shadow, was meinst du? Das mit der Ratte oder wenn ich auf den Stein springe? Also auf TikTok schreiben alle, mach das mit der Ratte. So, ich meine, ich hab's ja gerade mit dem. Boah, der Stein ist schon schnell. Wenn ich hier bin. Oh, jetzt müsste ich springen. Okay. Seid ihr. Okay, ich versuch die Ratte einfach. Scheiß drauf. Aber wir müssen warten, bis der zurückgeht. Der explodiert nicht! Der explodiert nicht, die hässliche Ratte! Wir sind auf dem gleichen! Wir sind auf den kleinen Stein angekommen! Oh mein Gott! Wir sind auf dem scheiß kleinen Stein angekommen! Ja, wie soll ich das? Oh mein Gott, das ist zu schnell! Okay. Ja, Mann! Wir haben es geschafft. Oh. Ich will einfach nur ein Don't trust the signs. Vertrau nicht den Zeichen. Ja, das ist ja schon mal. Und jetzt laggt es auch nicht mehr, ne? Das ist so krank. Die haben bestimmt extra so diese Stelle so scheiße programmiert, dass es laggt, aus welchem Grund auch immer. Oh, ich trau dem Brat nicht. Da steht Don't Trust the Signs. Und hier sagt man, ich soll da lang. Endlich, es geht weiter, Leute. Lass mal bitte ein paar Likes da. Ich finde, ich habe es mir verdient. Hier auf TikTok, die Leute. Ein paar Mal auf den Bildschirm klicken. Oh mein Gott, ich hätte mich fast rauskatapultiert. Ein paar Mal auf den Bildschirm klicken. Und gerne dürft ihr mir auch folgen. Da steht doch Don't Trust the Signs. Dann muss es doch hier irgendwas geben. Hey, wir sind wieder zurück am Anfang.
Aber das sieht ein bisschen anders aus. Oh mein Gott, ich will's gar nicht. Leute, das war zu krank mit der Ratte, ne? Das war zu krank, dass das geklappt hat mit dem Stein. Was? Hä? Das Spiel ist einfach. Was um alles in der Welt ist hier los? Okay, da stand ja, trau nicht den Zeichen. Das heißt, der Weg ist schon mal kacke. Die haben einfach eine Runde gemacht. Vorhin konnte ich so übelst weit hoch auch in dem einen Bereich. Ich werde diese, wenn ich diesen Steinauftrag nochmal machen muss, ne? Ich spiele das Spiel einfach nicht. Ich mach das aus. Ehrlich, das war mir das mein Herz. Ups. Okay, don't trust the signs. Der geht nach rechts. Ah, okay, wir gehen noch mal rein. Geh mal anders herum. Das Problem ist, ich kam ja vorhin hier rechts irgendwo raus. Aber das, wo ich rauskam. Irgendwas. Michael ist zurzeit leider nicht da, der liebe Jackson. Wir sind schon viel weiter. Können die sich mal entscheiden, Trust the Science, Don't Trust the Science. Ah, warte mal, stand hier irgendwo Trust the Science? Kaiser, ich kann nicht andersherum durch. Ich glaube, der Eingang verschwindet immer. So, ich laufe mal jetzt hier nochmal. Ja, genau, ich gehe jetzt nochmal durch, bis der Ausgang offen ist. Und wenn ich hier durchgehe, dann ist miese Brise. Aber dieses Ding hier verschwindet auch immer. Wait. Und jetzt meinst du wieder zurück oder wie? So, ich gehe jetzt einmal raus. Okay, und die Wand ist verschwunden. Ah, ich kann nochmal rein in die Wand. Okay. Seltsam. Jetzt versuchen wir hier so durchzugehen. Vielleicht kommen wir ja woanders an. Oder wir kommen wieder zur gleichen Stelle. Man weiß es nicht. Wir versuchen unser Glück. Aber wenn es da so ist, ne, dass man durch die Wand gehen kann, vielleicht kann man woanders auch noch durch die Wand gehen. Don't trust the signs, trust the signs.
This is the way, I know the way. Hier kann ich nicht rein. Aber es ist natürlich die Wahrscheinlichkeit da, dass ich hier noch irgendwo rund durchgehen kann. Vielleicht auf der anderen Seite. Ja, ich habe schon versucht, aber ich komme hier nicht durch. Ich versuche nochmal hier so durchzugehen von außen rum. This is the way, I know the way. Stand das hier vorhin auch schon? Mit this is the way, I know the way? Ups. Weil ich höre hier rechts halt irgendwas, ne? Oh, ich bin tot. Das ist wieder ein Glitch. Ich muss raus, sonst sterbe ich. Nee, halt auf den Stein springen über Lava, das machen wir nicht mehr. Wenn du auf mein Profil gehst hier auf TikTok, dann steht da ganz fett YouTube irgendwas, da ist der Link direkt drin. Da stand was anderes, der Shadow. Okay. Ich check das gleich mal. Leute, alle, die noch bei TikTok sind, aber noch nicht bei Twitch, kommt bitte rüber auf Twitch. Armen Adiano, so wie es hier auch gerade über meinem Kopf steht. So. Muss doch hier irgendwo reingehen können, wahrscheinlich. Aber du sagst, da stand was anderes. Ich guck mal, ob hier jetzt noch mehr Sachen stehen. Nee. Moin, Lea, was geht? This is the way, I know the way, don't trust the signs. Trust the signs. Frage ist... Even though I'll be hunted alive out here, I'd still rather be here than in the sewer. Die Bubble-Ding Blödsinn hier. Erstmal ein paar Ratten da drauf werfen. Also das Spiel ist ja dafür bekannt, dass sie halt teilweise echt kranke Rätsel haben. Das Problem ist, ich versuche mal hier an der Wand so lang zu gehen, ob ich irgendwo reinkomme. Ich bin tot. Ich bin irgendwie durch die Wand gekommen. Wie ging es weiter mit den Steinen voran? Ja, mit den Steinen sind wir durch. Und jetzt stehen wir hier. Da steht Don't Trust the Nines. Und hier steht This is the way. Trust the Signs, don't. Hä, wollen die mich verarschen? Das habe ich doch gerade schon versucht. Okay, es geht weiter. Also hier hinter sind auf jeden Fall ein paar Münsterchen. Oh, wow. Hässlich. Let's go! Erstmal hier alles in die Luft springen. Den Scheiß gebe ich mir nicht. Hä, wo kommt der denn jetzt her? So, es geht weiter. So, noch ein paar Bomben werfen. Oha, der ist groß. Oben wird wohl nichts mehr sein, ne? Let's go, let's go, let's go! Oh, Hebel. Ja, ich sehe meinen Cursor nicht.
Oh. Das gibt's doch nicht. Vielleicht brauche ich den gar nicht. Aber vielleicht brauche ich den doch. Aber ich habe Sachen in der Hand. Ich kann den nicht ablegen. Nö, klappt nicht. Okay, let's go, let's go. Habe ich hier irgendwas übersehen? Nein, ne? Wir haben hier ein paar Türen aufgesprengt. Hier ist nix, hier ist nix, da ist nix. Oha, wie viele. Hier, dieses Ding müssen wir da zerstören. Let's go. Oha, wie viele. Die sagt, hier ist irgendwas Böses. So, irgendwas altertümliches Böses. Juch. Ja, das ist immer noch das Spiel mit Michael, aber irgendwie hat das nichts mehr mit Michael zu tun. Was ich schade finde, aber... Es ist irgendwie komplett was anderes geworden, das Spiel. Oh mein Gott, ich habe mich selbst in die Luft gejagt. Oh, wir zerstören hier erstmal. Gucken wir gleich. Also, ich habe mir auf jeden Fall Resident Evil Village runtergeladen, also den achten Teil quasi. Ich weiß nicht, ob ich es heute schaffe. Oha, ich kann hier nicht rein. Ich mache mir gleich nämlich erstmal was zu essen in Ruhe. Und werde hier ein bisschen chillen und vielleicht sogar schon ein, zwei neue Videos anfangen. Sollen wir eine feste Zeit machen, wann wir morgen Resident Evil zocken? Wann, oder ich frage einfach mal, wann ihr meistens so hier drinne seid oder wann ihr Bock hättet. Eher abends, eher nachmittags. Dann legen wir das fest und fangen morgen an, Resident Evil zu zocken um die Uhrzeit. Juch, wie viele einfach. 13 Uhr. 18 Uhr. 13. Oha, jetzt übertreiben die aber. Einfach 2 Millionen von den Dingern. 13 Uhr, 19 Uhr. 10 Uhr morgens. Da bin ich noch. Da mache ich noch Hiya Bubu, Bro. Oh mein Gott! Oha, da ist ein Boss! Wieso kriegt er die ganze Zeit neues Leben? Ja komm, der soll hier erstmal rauskommen. Digga, was ist aus dem Michael Jackson Spiel jetzt eigentlich geworden? Hier, das sieht ja voll was... Das hat doch nichts mehr mit deinem Michael zu tun. Guck mal, ich kann den nicht töten. Da Boss. Die waren auf jeden Fall high, die Leute, die das Spiel gemacht haben. Die nennen den Da Boss. Hä, was ist das denn aber für ein Scheiß? Wieso verliert er kein Leben einfach? Ich versuche hier einfach mich durchzuschlängeln.
Guck mal, der lädt sich immer wieder auf. Ich muss den da rauskriegen, den Ekel. Oder erstmal seine Füße vielleicht zerstören. Was meint ihr? Ey, der lädt sich einfach immer wieder auf, ne? Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade nicht, ob... Ne, wir spielen das nicht auf Ultra-Level. Das müsste normal sein. Wichtig aber ist irgendwie ein Horror am Anfang mega gut und am Ende... Ja, ohne Witz. Er muss die Tür aufmachen. Guck mal, ob der irgendwas macht. Ne, der lädt sich auf. Ich schieß mal die ganze Zeit auf. Oh, guck mal, ich habe ein Bein von ihm zerstört. Ja, Mann. Okay. Nein, das andere Bein ist wieder offen. Ich versuche das Bein wieder zu zerstören und ihn dann anzugreifen. Ja, das hat gewirkt. Oh, der ist ein bisschen aggressiv geworden, glaube ich. Nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Das. Oh, kann ich nicht. Also. Schieß mal auf Lichtquelle links. Nee, da ist nur eine Lampe. Ich glaube nicht, dass da was passiert. Also ich muss sein Bein anschießen. Also ich kann es gerne mal zeigen hier. Aber da passiert nichts. Ich muss sein Bein anschießen. Bis sein Bein zum Krüppelbein wird. Und ihn dann schnell angreifen. Das hat ihm übelst viel Leben abgezogen gerade. Guck. Okay, nochmal. Das war zu langsam. Oha. Diese kleinen anderen Dinge haben mich gepackt. Das Mikrofon ist ein HyperX Quadcast S. HyperX Quadcast S. So, ich gebe ihm jetzt. Komm, schon bevor er draußen ist, kriegt er einfach direkt auf die Nase. Jetzt. 1, 2, 3, 4. Und er rastet jetzt ein bisschen aus. Nochmal auf die Beine. Nochmal. Noch einmal. Ja, Mann. So, nochmal auf das Bein. Boah, der rastet richtig aus. Der ist übelst am Ausrasten. Komm, einmal noch. Ja, Mann. Nein. Was? 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 Nein. Wollen die mich verarschen? Diese kleinen Kackviecher haben mich... Oh mein... Nee, der... Sag mir, dass er tot ist. Oha! Die kleinen Scheißviecher haben mich getötet am Ende. Also viermal aufs Bein und dann in sein Gesicht. Drei. Er rastet wieder voll aus. Zwei. Drei. Vier. Boah, wir haben ihm übelst gegeben. Wir haben ihm wirklich sehr, sehr schnell und übelst gegeben.
Oh, der hat Flügel auf seinen Kopf. Haut ab. Ekelig. Geh weg! Huh! Let's go, let's go, let's go, let's go. Oh nö. Boom Shakalaka, I'm out. Ich weiß nicht, dieses Spiel hat sich für mich ehrlich gesagt, also es gibt ja zwei Teile von dem Spiel. Was? Spiel? Was? Wer hatte das vorhin geschrieben, dass das Spiel wie so ein schlechtes Horror-Game ist? Das fängt richtig cool an und wird dann einfach richtig schlecht zum Ende hin. Wisst ihr was? Weil ihr alle drinnen geblieben seid, wir fangen jetzt mit Resident Evil an, weil mich das so enttäuscht hat mit diesem... Das, der erste Teil mit Michael war echt so gut. Wirklich, der erste Teil mit Michael war einfach Baba. Also, die haben das richtig korrekt gemacht. Es war gruselig. Das Spiel war einfach unterhaltsam. Aber das hier war jetzt einfach echt nur... Hä? Ich meine, okay, ich habe das Spiel durch jetzt, aber... Das war für mich echt so, dass es vom Horror geben zum Jump'n'Run und... Nee. Also hier oben links ist dieses Back to Iowaki. Weiß ich nicht. Fand ich viel, viel cooler auf jeden Fall. Okay. Let's go. Ich muss aber vorher... Du hast das doch zum zweiten Mal durch, oder nicht? Nee, diesen zweiten Teil nicht. Den ersten Teil mit Michael... Den habe ich zweimal durchgespielt, genau. Aber den zweiten Teil nicht. Leute, wir machen Resident Evil an. Hä? Ich habe das doch schon installiert. Oder habe ich es nur runtergeladen? So, was auch immer. Okay, okay. Also, okay. Ich bin gespannt. Und der Stream läuft wieder flüssig, ne? Seitdem Dings durch war. Von Capcom ist das ja voll vergessen. Seitdem ich mit dieser Feuerstelle durch war, war der Stream übelst flüssig, oder nicht? Wir müssen gleich mal die Spielfilme, okay. Zusätzliche Inhalte, ja. Sprachausgabe, haben wir Deutsch. Oh, Anzeigesprache, Deutsch, Untertitel aus. Audio-Ausgabegerät. Surround ist cool. Aber warum ist das denn hier jetzt im Fenster? Die Sprache. Okay, das kann auch weg. F. Yes. Passen Sie den Wert, bis das Muster gerade sichtbar ist. Ah, finde ich okay so. Finde ich auch okay so. Passen Sie den Wert, bis das Muster auf der linken Seite verschwindet. Ich weiß nicht, ob die Anschauung. Okay. Und dass die vier Ecken genau in dem Bildschirm haben. Ja, okay, das ist... Okay, was auch immer. Ich bin einverstanden. Ah, ich muss runterscrollen. So. Oh mein Gott. Ich hasse sowas, ne? Gorillaspiel, ja, das war der... Ich fand das Ende richtig... Das Ende war... Colin, das Ende war übelst enttäuschend. Also vom ersten Teil von dem Game, das Ende war jetzt... war echt cool. Fand ich so, ich wurde wieder gepackt und zurückgeholt. Und im zweiten Teil, also wo das Mädchen dran ist, da fange ich ja quasi... Stimmen Sie dem mit Ihrer Gameplay-Daten? Nein. Sehen wir, was hier geschah? Nicht. Sollen wir uns eine kurze Rückblende anschauen, was bei Resident Evil 7 geschah? Dies wird besonders Spieler, von denen Resident Evil 7 Biohazard nicht gespielt haben. Ja, ich hab's nicht gespielt. Aber... Okay, wir schauen uns das an. Ich muss gleich noch das Fenstermodus ändern. Gut. Und dann geht es jetzt weiter. Ich bin Ethan. Ich krieg... Ethan Winters. Wo ist meine Maus? Das Hallo? Bakers ist jetzt 3 Jahre her. Ich krieg mein Gesicht nicht kleiner, weil ich meine Maus nicht sehe. Ich bekam eine Mail von ihr. Was? Ich solle sie holen. Naja, so bin ich halt in Louisiana gelandet. Ich krieg meine Cam nicht kleiner, weil
Als ich Mia fand, ich mach mal so. Dunklen Keller eingesperrt. So. 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 Okay. Sie war völlig von Sinn. Ich geh kurz, Polanyi, erzähl mir einfach, was passiert ist. Später habe ich herausgefunden, dass sie mit einem Pilz infiziert war. Ich habe auf dem ganzen Anwesen nach einem Gegenmittel gesucht. Die Leute, die da wohnten, waren auch infiziert. Sie hatten alles Menschliche verloren. Der Grund dafür war eine Biowaffe, die aussah wie ein Mädchen. Ihr Name war Evelyn. Ich habe die Familie bekämpft und Mia mit einem Serum behandelt. Dann sind Chris Redfield und sein Team aufgetaucht und haben uns da rausgeholt. Ja, reicht das? Ich möchte wirklich nicht mehr darüber reden. Es ist vorbei. So. Ich bin ja richtig, richtig pünktlich wiedergekommen. Aber war euch das zu leise? Ich hatte es hier eigentlich schon recht laut eingestellt, eigentlich. Optionen. Steuerung nicht. Anzeige. Grafik priorisieren. Helligkeit. Das sieht schon besser aus. 140. V-Sync ist aus, weil ich habe G-Sync. Bildqualität. Zwei. So, alles einfach auf maximale Qualität stellen. Keine Ahnung, was das ist. Okay, wir lassen das. Mesh-Qualität hoch, maximal. Ja, passt schon. Ich glaube, wir haben die Haupteinstellung haben wir schon auf maximal gestellt, ne? So, wir spielen Resident Evil 8 beziehungsweise Resident Evil Village. Okay. Schwierigkeitsgrad leicht, Standard, leicht oder Standard? Was sagt ihr? Wie fangen wir an? Es laggt? Es kann nicht laggen. Boah, der Stream, irgendwas stimmt mit dem Stream nicht. Leute, ich gehe raus eben. Ich muss das hier neu starten. Irgendwas stimmt mit meinem Stream-Programm nicht. Also es liegt nicht am Spiel oder so. Bei mir läuft alles unnormal flüssig. Also wirklich sehr, sehr flüssig. Aber irgendwas scheint hier in meinem Streaming-Programm nicht zu stimmen. Ich gehe jetzt eben raus. Ich komme in 5 Minuten wieder rein. Falls ihr mich hören könnt. Oh shit. Ich habe schon auf Standard gedruckt. Wir gucken uns nur den Anfang hier eben an. Ich beobachte, ob es laggt. Nee, wir gucken uns den Anfang nicht an. Ich starte mein Programm neu, weil ich habe keine Ahnung, warum es so laggt. Es liegt nicht am Rechner. Meine Computerauslastung ist gerade bei 5 bzw. 6, 7, 8 Prozent. Irgendwas ist hier im Programm scheinbar nicht richtig eingestellt. Deswegen gehe ich kurz raus, komme sofort wieder rein. Alle, die Bock haben, kommt direkt auf Twitch. Armen